Manchmal, in Momenten wie diesen, frage ich mich wirklich, ob es so eine gute Idee war, nochmal auf Tour zu gehen. Mehrere Tage am Stück im Nightliner, in diesen engen, übereinander gestapelten Schlafkojen. Es ist immer zu warm. Es ist immer zu unruhig, zu eng, zu laut und zu stickig. Und am nächsten Tag, wenn du wach wirst, mit diesem Geschmack auf der Zunge, als hättest du ein verwesenes Tier im Mund zu liegen und du dir schwörst, am nächsten Abend nicht mehr so viel Bier zu trinken. Oder wenn du morgens nicht als Erster aufs Klo kannst, wie du es von zu Hause gewöhnt bist, schön nach der ersten Zigarette und dem ersten Espresso in Ruhe kacken. Nein, im Bus ist das Kacken verboten. Außerdem sind mir diese Chemieklos suspekt. Du sitzt da auf einer Plastikschüssel, während unter dir der Bus über die Autobahn schaukelt. Und aus jeder Koje klingt ein Ächzen und Stöhnen, ein Knarren und Knarzen. Aber das hat absolut nichts mit Sex zu tun. Oh nein. Sex. Natürlich stellt man sich vor, sich eins dieser Groupies zu schnappen, irgendwo im Backstage zu verschwinden und ganz gepflegt im Stehen eine Nummer zu schieben. Ohne Romantik, ohne Anfassen, kein Küssen, gar nicht. Schnell, hart und dreckig. Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Vergiss es. Nirgendwo wird wahrscheinlich so viel über Sex geredet und findet so wenig statt wie auf einer Rocktour. Die Mädchen, die heutzutage noch in Backstage-Bereiche vordringen, weißt du, was die von dir wollen? Die wollen mit dir reden. Reden. Da sitzt sie vor dir. Diese kleine, vielleicht 16-jährige Prinzessin, eigentlich ganz niedlich, aber mit diesen zerschnittenen Oberarmen. Sie erzählt dir von ihrer Krankheit und nur um dich davon abzulenken und dir trotzdem nicht allzu deutlich auf die Titten zu starren, überlegst du dir absurde Abkürzungen für die medizinische Bezeichnung ihrer psychischen Störung. So viel Wodka, sich vaginal verstehen, Schülervollversammlung. Lassen wir das. Sex in Backstage-Räumen, was eine absurde Vorstellung. Ich meine, Backstage-Räume sehen wirklich so aus, wie man es sich nicht vorstellt. Abgewetzte Sessel, Plastikstühle, eine Couch ist schon Luxus, auch wenn sie ihre besten Jahre sicherlich vor dem letzten Krieg hatte. Manchmal gibt es Spiegel, aber nie genügend. Und Möglichkeiten, seine Sachen aufzuhängen, gibt es auch nicht. Gaffer. Das Wichtigste auf einer Tour erweist sich auch hier als absolute Endlösung. Gaffer, schwarzes, stabiles Klebeband. Für den Kabelbruch, für die Shirts am Merchstand, für die Gitarre, für das Backdrop, die Bügel am Backstage. Kann man damit eigentlich auch seine labernden Groupies knebeln? Nein, im Ernst. Neonlicht. Kaltes Neonlicht scheint irgendwann einmal irgendwer zum Nonplusultra eines Backstage-Bereiches erkoren zu haben. Wie willst du da in Stimmung kommen? Möchtest du wirklich Sex in einem Raum haben, der die Ausstrahlung einer Mischung aus Kasernenzimmer, jungen Bude und einem Heim für schwer Erziehbare und einem Wartezimmer hat? Gewürzt mit einer Prise öffentlicher Toilette und einem Hauch Ausnüchterungszelle. Und an den Wänden haben sich alle, aber auch wirklich alle verewigt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich stolz darauf sein soll, dass ich auf derselben verratzten Couch versuche, etwas Schlaf zu finden, auf der sich schon The Mission rumlümmelten. Warum das Ganze? Für diesen einen Moment. Diesen einen Moment, in dem mich das Adrenalin dann doch wieder völlig wegkickt. Diese fast 2 Stunden, in denen es egal ist, dass dir der Schweiß in Strömen runterläuft, dass das Make-up verschmiert und du die Membran deines Mikros vollspuckst. Die Zeit, in denen dein Rücken nicht wehtut, du der Meinung bist, noch lange nicht zu alt für diesen Quatsch zu sein. Für diese Einheit aus Musikern, Musik, Licht und Publikum, die plötzlich da ist, die dich taumeln lässt. Zugabenforderungen sind so ziemlich das Geilste, was es gibt. Dafür verzichte ich auf jeden vorstellbaren Sex der Welt.
Für das alles lohnt es sich immer wieder. Für den Applaus, den Rausch auf der Bühne zu stehen, das zu tun, was du tun willst. Für einen Moment im Licht zu verbrennen. Und außerdem, ich kann gar nichts anderes. It's only rock and roll, but I like it.